So, wir machen heute mal hier ein Walk and Talk Video in Hua Hin in Thailand am Strand. Ja. Worum geht's denn heute? Heute geht's, warum ich gar nicht auswandern will, sondern überwintern für mich die geilste, beste Variante ist. Ja, warum ist das so? Erstmal finde ich Berlin geil, ich lebe in Berlin. Ich finde Berlin geil im Sommer. Im Winter halt nicht so geil. Die Jahreszeiten Herbst und Frühling kann man noch so ein bisschen mitnehmen. Aber eigentlich ist so das Optimum 50-50. Deshalb heißt das Ganze bei mir auch Projekt Zugvogel. Ich überwintere also in Thailand und bin im Sommer in Berlin im idealen Fall. Ja. Das ist so der Gedanke dahinter. Nicht immer ganz einfach zu handeln mit der Arbeitsstelle, mit den Flügen, die ja jedes Jahr bezahlt werden müssen. Aber da bin ich zum Glück, ja, wie soll man sagen, echt happy, dass das so möglich ist bei der Firma, wo ich arbeite. Ja, mit Überstunden und zwei Urlauben, die ja dann immer anfallen für das eine Jahr. Für das zweite Jahr. Ja. Passt das ganz gut. So, was ist noch ein Grund? Das Ganze ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Auszuwandern ist ja nicht gerade günstig. Oder sollte nicht günstig sein, weil wenn du das günstig machst, kriegst du halt auch schnell auf die Schnauze. Und zu Hause in Deutschland haben wir ein gutes Sozialsystem. Ich habe meine Familie da, meine Freunde. Und so weiter und so fort. Und Berlin ist auch eine geile Stadt. Im Sommer passt das alles. Ja. Das müssen auch nicht immer 6 Monate sein in Thailand. Dürfen gerne auch mal 5 sein oder 4, je nachdem, was so ansteht. Oder auch mal 7 Monate in Thailand. Das ist ganz individuell, das ist auch das Gute. Und außerdem, wenn man sich hier die Expats anguckt in Thailand, das ganze Jahr mit der Hitze, das ist doch schon, die sehen dann doch schon ausgemergelt aus und fertig und die mittags schon um 12 in der Bar sitzen. Nicht alle, aber viele. Ja, wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Aber muss jeder selber wissen, alles gut. Kein Theater, kein Stress. Jeder macht sein Ding. Seine Art und Weise. Ja. Was gibt's sonst noch so? Erstmal hier ein bisschen nochmal den Strand genießen. In Hua Hin, guten 28 Grad. Ich habe diesmal echt auch im Alter, wenn jetzt 52, auch echt fast 2-3 Wochen gedauert, um mich zu akklimatisieren. Das kommt auch nochmal so dazu im Alter. Ist so mit der Hitze echt nicht zu spaßen. Und scharfes Essen hat mir immer auch ganz schön zugesetzt. Die 2 Imodium akut nehmen, da ganz einen Griff zu bekommen. Also im Alter wird es auch nicht einfacher. Und wenn man dann hier lebt, vielleicht hat man sich dran gewöhnt. Natürlich eine andere Sache. Ja, immer ein bisschen noch ein bisschen Abend hier, ein bisschen Ausdauer-Evening-Sport machen. Das ist auch so eine Sache, die man hier nicht vernachlässigen darf. Fit bleiben. So, dann gibt es oder gab es ja den ganzen diese Goodbye Germany-Sendung. Ist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, gut 10 Jahre oder so. Nicht alles gestellter Quatsch. Diesen Sendungen und habe ich immer gefragt, wer von diesen Teilnehmern in diesen Sendungen da wirklich auswandert oder ausgewandert ist. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen, wie man das macht. Selbst wenn es finanziell möglich wäre, denke ich, ja, wie gesagt, ist ein heißes Land. Doppeldeutig gesehen. Wie gesagt, geht auch so. Zugvogel war immer mein Traum und jetzt ist es dann soweit. Gucken, wie lange mir das noch Spaß macht. Auch. Ist ja auch mal so. Spannend.
ja, das Geile ist auch wirklich, wenn man im Sommer in Berlin ist, in Deutschland, oder ich besser gesagt, freue ich mich immer regelmäßig wieder aufs Neue, aufs Überwintern. Und wenn ich hier in Thailand bin, ein paar Monate, freue ich mich extrem auf Berlin. Also du hast eigentlich immer eine Freude, du hast einen ewigen Sommer sozusagen. Ist auch immer geil. Eigentlich fast durchgehend Sommer, das ganze Jahr sozusagen. Ja, und das ist halt so mein Ding. Projekt Zugvogel überwintern in Thailand. Für den einen vielleicht stressig, für mich eigentlich optimal. Also ein bisschen Tapetenwechsel, das ist auch mal eine Typenfrage. Der eine ist irgendwie mit einem Wohnsitz. Warum nicht zwei Wohnsitze haben? Das war auch schon immer mein Traum. So zwei Wohnsitze, wechselst ein bisschen hin und her. Ist doch eigentlich so ein Superstar-Leben. Wo ich mir auch immer wieder sagen muss, jeden Tag, das ist nicht normal, das ist schon ein geiles Leben. So, jetzt wird es langsam dunkel. Wir machen mal noch ein paar Minuten hier am Strand. Wir sind jetzt hier in Hua Hin, am Marriott Resort. Hua Hin. Und gehen dann was essen. Schauen wir mal, wie das hier so weitergeht mit dem YouTube-Kanal, ob mir das noch Spaß macht. Ich habe jetzt mehr Spaß gefunden an Shorts, weil dieses lange Video drehen und schneiden nicht so mein Ding. Muss ja auch Spaß machen. Wird definitiv keine Einnahmequelle irgendwie, das macht irgendwie keinen Sinn. Das kann man jahrelang aufbauen, aber ja. Was nicht Spaß macht, bringt wahrscheinlich auch kein Geld so richtig und auch ja, Freude sowieso nicht. Was war jetzt? Irgendwas war jetzt? Hab ich was verpasst? Ah, wir gehen wieder zurück, okay. Machen wir das mal. Die Frau ist heute der Chef. Heute mal. Morgen bin ich wieder dran. Also wie gesagt, hier Spaß muss sein auf dem Kanal. Es gibt hier keine Nachrichten, keine News, keine Visa-Tipps oder was, die man sowieso jede Woche ändern muss. This is a funny channel for funny people. Also, folgt mir beim Projekt Zugvogel. Ich werde jetzt mal versuchen, einmal, zweimal die Woche ein Video rauszuhauen. Und dann schauen wir mal, wenn das machen, weil dann Spaß macht. Ich finde Shorts im Moment geiler irgendwie, weil du kannst dann irgendwie so dreimal am Tag so einen Short drehen. Das ist deutlich informativer als so ein, weiß ich nicht, so ein ewiges langes Video. Oder nicht informativer, aber einfach interessanter. Und wir wissen alle, mit TikTok und YouTube Shorts, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt immer weiter. War auch nie mein Ding. Lange kann ich mich nicht konzentrieren. Deshalb will ich wahrscheinlich auch keine langen Videos machen hier großartig. Schauen wir mal. Aber das wird jetzt ja, so weitergehen erstmal. Kicken wir mal, wie der Berliner sagt. Und schauen wir mal, was die Frau jetzt sagt hier, was die will von mir. So, wir machen mal die 10 Minuten noch voll. Das ist ja irgendwie auch so ein Ding irgendwie bei YouTube. Die werden dann nur monetarisiert, wenn sie 10 Minuten lang sind, oder wie? Ist ja Quatsch. Ich habe eh nur 56 Follower oder so. Abonnenten. Der ganze Kanal ist überhaupt nicht monetarisiert. Aber natürlich abonnierbar. Schauen wir mal. Aber sich darauf zu verlassen, dass das eine Einnahmequelle wird. Ja, kann eine sein, eine kleine vielleicht. Aber reich wird man damit auch nicht. Aber wer will heutzutage schon reich sein? Keiner, oder? Das ist doch unbezahlbar hier. Unbezahlbar. So eine Überwinterung, man kostet die 1000 Euro im Monat. Plus, minus, aufwärts. 1 bis 2000 Euro im Monat. Rechnet es doch mal 6. 10.000 Euro los. Gibst du zu Hause auch aus in Berlin. Hat mal ein älterer Taxifahrer, der in Hua Hin gelebt hat, gesagt, der hat mal gesagt, entweder machst du Thailand oder kaufst dir Mercedes als Rentner. Und ich werde wahrscheinlich Thailand bevorzugen oder auch andere Länder, die im Winter warm sind und man da etwas das Leben genießen kann. Also Leute, ich walke noch ein bisschen mal hier am Strand und wir gehen was essen.
Comeback, oder?